5 bis 7 Minuten werde ich Sie jetzt hoffentlich einerseits bespaßen, informieren und auch ein bisschen provozieren, das wäre mein Ziel. Und das beginnt einmal gleich so. Erstens habe ich mir den Titel zurechtgelegt, die Biodiversitätskrise, und als Untertitel sehe ich aber auch damit die Zukunft in unserer Hand, und das möchte ich Ihnen einerseits darlegen, dass es sich um eine wirklich globale, aber auch eine österreichische, auch wirkliche Krise handelt, deren Auswirkungen wir gar nicht überschätzen, sondern nur unterschätzen können und häufig auch tun. Und ich möchte auch die Relevanz im Zusammenhang mit Landnutzung herausstreichen und auch für einen Politikwechsel plädieren. Das sind eigentlich schon die Kernthesen, aber da gibt es sicher ein bisschen mehr Informationen. Diese Folie finde ich hochspannend, obwohl sie hauptsächlich aus Grau besteht. Sie zeigt Ihnen in einer, drei Gruppen sehen Sie hier eigentlich. Ja, Sie sehen eine hellgraue, eine dunkelgraue und wenn Sie genauer schauen, am Rand auch eine grüne Gruppe. Das ist das Gewicht der globalen Population aller großen Wirbeltiere, aller wildlebenden Wirbeltiere, aller Haustiere und uns Menschen. In der Mitte, habe ich hervorgehoben, steht Homo sapiens. Das ist das Gewicht etwa 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Aber wir sind noch umgeben von dem Gewicht, das sogar noch deutlich größer ist als unser eigenes Gewicht, unsere Haus- und Nutztiere. Zum Beispiel links, eindeutig erkennbar, Kühe oder rechts der Schafe. Und jetzt werden Sie sich fragen, wo sind die Wildtiere, die Sie in den Serengeti-Film heute noch sehen können oder in anderen Tierdokumentationen, die sind da. Hervorgehoben mit dem Pfeil, damit Sie es auch wirklich sehen, wenn Sie in der fünften Reihe sitzen, das ist das Gewicht der globalen Elefantenpopulation. Und ich glaube, diese Folie zeigt wirklich ganz eindrücklich, warum die Wissenschaftler heute vom Anthropozän sprechen, von der Menschenepoche, von der menschengeprägten biologischen Epoche, weil wir Menschen das globale Ökosystem Erde prägen, überprägen und häufig auch überfordern bzw. zerstören. Und ich glaube, diese Folie zeigt das wirklich ganz eindeutig, den Status quo. Wenn man das dann runterbricht, was hat das für Auswirkungen und für Folgen? Dann sehen Sie erstens, dass oben ein bisschen was verschwindet, was ich an meinem Bildschirm schon sehe, aber viele dieser Auswirkungen, die mit dieser globalen Dominanz der Menschheit einhergeht, schlagen sich nieder in eine Überprägung der Landschaft. Die wesentlichsten Ursachen des globalen Artenverlusts sind Lebensraumzerstörung, zum Beispiel gekoppelt mit Verbauung. Hier sehen Sie ein Bild, das ist in keiner Fremdenverkehrswerbung aus Österreich, sehen Sie das Rheintal. Ja, Sie sehen, das Rheintal ist eigentlich eine periurbane Landschaft. Und hinten sind schon die Berge, aber das Rheintal selber schaut aus wie Wien Süd. Und Urlaubsgrüße aus Österreich sind natürlich ironisch zu verstehen. Oder rechts, in anderen Regionen, was in Österreich in dem Ausmaß ja nicht mehr gibt, große verbliebene, die letzten wilden Refugien, die werden heute großflächig für landwirtschaftliche oder hier aquatische Aquakulturen Nutzungen zerstört, immer noch. Ja, das sind nicht ganz gravierende Biodiversitätsverluste dort zu folgen. Häufig aber nicht für die Ansprüche der ersten Welt, für unsere Ansprüche. Oder hier großflächige Zerstörung von Moa-Lebensräumen und früher, heute teilweise zurückgedrängt durch diese anderen Auswirkungen, Überjagung, Überfischung, Übernutzung. Dieser Berg, auf dem dieser Mensch hier steht, das ist gleich erkennbar ein altes Foto, das sind Bisonschädel in den großen Prärien aus der Zeit dieser Überjagung, die es dort gegeben hat, die Bisons fast am Rande der Ausrottung gebracht haben. Und man sieht schon, das war keine nachhaltige Jagd. Ja. Aber neben diesen spektakulären Eingriffen, die ich in diesen ersten Folien gezeigt habe, gibt es auch viele kleine Schritte, die häufig nicht wahrgenommen werden, die aber die Veränderung in der Kulturlandschaft, beispielsweise in Österreich, prägen. Hier sehen Sie zwei Bilder, zwei Fotos von Kulturlandschaften, die attraktiv, kleinstrukturiert, relativ extensiv genutzt sind. Aber diese Landschaften sehen heute ganz anders aus. Das sind dieselben Fotos oder dieselben Standpunkte und die Landschaft sieht heute so aus. Und zwischen diesen beiden Bildern liegen jeweils einige Jahrzehnte. Tausendfach, viele tausendfach haben solche Veränderungen stattgefunden. Das ist eine Veränderung der kleinen Schritte. Da kommt einmal ein Baum weg, da wird das Haus, das auf sich nicht mehr bewohnt war, weggeschoben und die Gehölze, die rundherum sind, die Felder werden vergrößert. Das wird individuell auch kaum wahrgenommen. Es gibt auch viele Gründe, warum Landwirte durch die Nutzungsflächen und die Intensität steigern müssen. Das reflektiert einfach auch einen Nutzungsdruck und einen landwirtschaftlichen Intensivierungsdruck. Aber man sieht,
Das sind ganz andere Landschaften mit einer ganz anderen, natürlich viel geringeren Biodiversität, die dann daraus entstehen. Ich möchte mit ganz wenigen Folien zeigen, dass Österreich keine Insel der Seligen ist. Die erste Folie ist die wichtigste europäische Naturschutzrichtlinie, ist die FFH-Richtlinie, bekannt auch als Natura 2000. Alle europäischen Mitgliedstaaten der EU müssen alle 6 Jahre einen Zustandsbericht für die Arten und Lebensräume abgeben an die EU, für den Zustand der dort geschützten oder zu schützenden Arten und Lebensräume. Und was Sie hier sehen, ist der letzte Bericht aus dem Umweltbundesamt. Und was daraus folgt, ist, dass, das habe ich unten noch hervorgehoben, 82% aller Arten dieser Richtlinie, der Natura 2000 Schutzverordnung, befindet sich in Österreich in einem ungünstigen Erhaltungszustand. 82%. Und ungünstig bedeutet, das sind Arten, die weiterhin zurückgehen, die nur sehr kleine Restpopulationen haben, für die offensichtlich die Richtlinie nicht ausreichend greift. Das ist eine wirklich sehr große Mehrheit natürlich. Ein konkretes Beispiel, das ist, kommen wir von dem Bahnhof, der Bahnhof in Oberösterreich, wo ich aufgewachsen bin. Luftbildaufnahme ist eine eher intensiv genutzte landwirtschaftliche Fläche, die es gibt. War auch schon in meiner Kindheit nicht anders. Aber was sich gravierend verändert hat, ist das Vorkommen dieser Vögel oben. 1990 haben bei uns am Hof 10 dieser Mehlschwalben Schwalbpaare gebrütet. Heute brüten auf unserem Bauernhof im Jahr 2019 0 Schwalbenpaare. Warum? Die Landschaft hat sich nicht verändert, Sie würden an dem Bild keine Veränderung feststellen können. Aber was sich offensichtlich verändert hat, sind andere Faktoren. Ich würde mal annehmen, das Nahrungsangebot, Sie kennen die Diskussion des Insektenrückgangs, die Nutzungsintensität, die tatsächlich zu einem ganz gravierenden Rückgang der Vogelpopulationen in der Kulturlandschaft beiträgt. Und das ist nicht nur auf den einen Bauernhof, oder könnte man sagen, naja, vielleicht eine kleine Ausnahme, sondern das zeigen auch ganz eindeutig die Daten von BirdLife Österreich. Das ist die Vogelschutzorganisation in Österreich, die seit ungefähr 20 Jahren mit Zählstrecken, das heißt exakt, Fruchtvogelbestände Österreichs misst. Und Sie sehen hier die Trends für 2 häufige Arten der österreichischen Kulturlandschaft und die sind mehr als alarmierend. -82% beim Rebhuhn in 20 Jahren Rückgang, ungefähr die Hälfte Rückgang der Feldlerche, einer weit verbreiteten Vogelart der Feldflur eigentlich. Und das bedeutet tatsächlich, dass wir von einem flächendeckenden, gravierenden Rückgang auch häufiger Arten sprechen müssen und auch nicht darüber diskutieren müssen, gibt es denn noch nicht, sondern das ist ganz, ganz eindeutig. Schlägt sich auch in den roten Listen wieder. Sie kennen diese Zahl vermutlich, die vom globalen Weltbiodiversitätsrat präsentiert worden ist, Anfang dieses Jahres, etwa 1 Million Arten weltweit vom Aussterben bedroht. Auch in Österreich sieht es nicht besser aus. Jede dritte Art steht auf der roten Liste und ist damit auch in Österreich vom Aussterben bedroht. Diese Folie soll Ihnen zeigen, kleiner Themenwechsel. Sie können sich entspannen, wenn Sie das ansehen. Oder kurz strecken, weil jetzt möchte ich daraus ein paar Schlussfolgerungen ableiten und noch mal für die Diskussion auf das Tablett bringen. Ich glaube, es war nicht alles sehr schlaglichtartig und auch nicht alles zugespitzt, aber grundsätzlich steht für mich außer Frage, dass umfassendes Handeln wie in der Klimapolitik, auch in der Diversitätspolitik, nicht nur nötig, sondern unabdingbar ist. Und das betrifft, glaube ich, einerseits wir reden ja nicht nur von einem Artensterben in der Landschaft, wir reden im Endeffekt auch von einem Bauernsterben. Jeder zweite Bauernhof hat in Österreich seit dem EU-Beitritt aufgehört. In anderen europäischen Ländern ist es ganz ähnlich. Das heißt, wir haben einen ganz massiven Trend, der eigentlich auf die Abschaffung der bäuerlichen Strukturen hinausläuft. Und das ist ultimativer Ausdruck einer fehlgeleiteten industriellen Strukturen und einer nicht nachhaltigen landwirtschaftlichen Nutzung verpflichteten Landwirtschaftspolitik. Das heißt aber auch, dass ich glaube, dass die Landwirte und deren Vertreter eigentlich auch Verbündete sein könnten oder sollten in einer gemeinsamen, und das ist nicht immer nur Synergien, gibt es auch klar, Diskussion, wie eine nachhaltige, klimataugliche Landwirtschaft oder Landnutzung generell, sagen wir mal so, ausschauen kann und ausschauen soll, wenn sie diesen Weg nicht weitergehen wollen. Und ein ganz wesentlicher Punkt, sonst geht darauf heute nicht ein, Klimapolitik und Klimaschutz und Biodiversitätsschutz und Politik, das ist 2 Seiten, aber derselben Medaille. Das eine geht ohne das andere nicht. Wollen wir Klimaziele,
die wir erreichen müssen, wollen wir langfristig als Gesellschaft in etwa so weiter existieren können, wie wir es heute gewohnt sind, dann braucht es auch eine Veränderung in der landwirtschaftlichen Nutzung. Nämlich etwa 25% der globalen Treibhausgasemissionen entstehen aus der Landnutzung. Und das heißt, nur eine geänderte Landnutzung, das heißt häufig eine nachhaltigere Landnutzung, erlaubt es, unsere Klimaziele zu erreichen. Und das ist natürlich ein sehr anspruchsvolles Ziel, sondern auch gesellschaftliche Konsequenzen, wenn es darum geht, wie tut man landwirtschaftliche Leistungen abgelten. Da braucht man auch diese Komponente, die muss man sich auch ehrlich einpreisen, beispielsweise. Was ich glaube, gerade das letzte Jahr schon deutlich gezeigt hat, ist, dass Umweltschutz oder Klimaschutz ein gesellschaftlich in die Breite wirkendes und ganz starkes Thema geworden ist. Das ist eine Umfrage von 2017, das ist eigentlich vor diesem Fridays for Future Jahr, das wir erlebt haben. Aber was Sie sehen ist, in allen EU-Staaten gibt es eine ganz breite Mehrheit in dieser Euro-Parameter-Umfrage, wie wichtig ist Ihnen der Umweltschutz persönlich? Nämlich 85% der Österreicher, aber eigentlich auch 85% der EU-Bürger sagen, ja, das ist mir wichtig oder sehr wichtig. Sie werden wahrscheinlich kein anderes relevantes politisches Thema finden, wo sie so eine Mehrheit zusammenbekommen. Natürlich ist mir klar, das ist eine Umfrage. Wenn es um Maßnahmen geht, die auch persönliche Verhaltensänderungen nach sich tragen, werden sie vielleicht nicht so eine Mehrheit haben, aber ich meine, das ist trotzdem ein politisches Kapital. Ich glaube, die Bevölkerung ist häufig viel weiter, als die Politiker es sind. Wobei sie, das ist eben mitbekommen, das war ja heute in den Medien, heute ist ja der New Green Deal vorgestellt worden von der Kommission, das ist ein Auszug von der Webseite. Die offizielle Politik, auch in der EU, und zwar jetzt auf höchster Ebene mit der neuen EU-Kommission von von der Leyen, hat sich aber diesen Zielen, Klammer auf, verbal, ganz klar verschrieben. Das lese ich jetzt nicht vor, Sie können uns eh teilweise selber lesen. Und hier wird Umweltschutz und Nachhaltigkeit und Klimaschutz ganz prioritär eingefordert oder zumindest versprochen. Und Sie sehen dann auch einige der Umfragenwerte, die darunter stehen, in Übereinstimmung mit der Stimmungslage der EU-Bevölkerung. Das sind natürlich alles sehr große Themen, ist eh klar, aber ich habe versucht, das so groß aufzumachen, weil ich glaube, das braucht die Diskussion. Und natürlich kann man sich immer fragen, ja, was kann ich individuell oder generell überhaupt so erreichen? Die Antwort kann man sich selber geben und das Spannungsbogen ist, man kann natürlich resignieren oder sagen, ja, wenig, der Einzelne kann nichts erreichen, das ist meistens so bei großen Themen. Aber wir wissen auch, es gibt immer wieder Momente, wo einzelne Ereignisse eine Dynamik gewinnen, häufig durch Katalysatoren, durch Personen auch angetrieben, und das war eben beim Wahlkampf von Obama auch so, wo Entwicklungen eintreten, die ein paar Monate oder ein Jahr vorher völlig unplausibel erschienen wären, wie zum Beispiel die Wahl von Obama. Und das ist auch die Botschaft, die ich mitgeben mag, ja, es ist schwierig, wahrscheinlich sogar sehr schwierig, grundlegende Änderungen am bestehenden System zu machen, aber es ist auch genauso klar, es ist absolut notwendig. Ja, daher ist es, glaube ich, keine Frage, man muss es tun und versuchen. Na gut, das ist meine letzte Folie. Sehen wir, das, was ich gesagt habe, in ein paar Sätzen. Also erstens, wir stehen in einer sich rasch beschleunigenden Mobilitätskrise, global und in Österreich. Darüber, glaube ich, sehe ich keinen Diskussionsbedarf mehr, auch wenn es verschiedene Ursachen dann natürlich gibt. Aber das ist noch grundsätzlich auch Teil einer größeren Systemkrise, die aber ganz massiv die Fundamente unserer menschlichen Gesellschaft untergräbt, langfristig, die häufig immer noch unterschätzt wird. Und ich glaube, diese Triade von Landnutzung ist gleich Klimapolitik oder muss gleich Klimapolitik auch sein und Biodiversitätspolitik sein. Das ist die Politik, die in die Zukunft führt. Und ich glaube, das sieht man auch, aus meiner Sicht sind das auch Verbündete, was heute in der Diskursebene natürlich nicht immer der Fall ist und ich glaube, dass es keine Konflikte geben wird. Aber ich glaube auch, dass es dazu eine Trennung ja ähnlich im Klimaschutz bald, sehr bald braucht. Die Herausforderungen angemessen zu begegnen. Das wäre es aus meiner Sicht. Ich wollte nur ganz kurz auf den Biodiversitätsrat hinweisen, das ist schon erwähnt worden. Das ist ein neues Wissenschaftsgremium, das sich in Österreich gegründet hat, von Biodiversitätsforschenden, wo wir uns auch verstehen als Sprachrohr oder auch als Plattform, um Biodiversitätsforschern oder die Anliegen und die Erkenntnisse von Biodiversitätsforschern einerseits als Plattform zu bündeln, damit aber auch sichtbarer zu machen.
damit aber auch als Ansprechpartner für die Politik zu fungieren und auch eigene Anliegen nach außen zu tragen. Genau. Ende der Durchsage.